Freunde der politischen Matinee. Ich freue mich doch, heute ein zahlreiches Publikum hier zu unserem heutigen Vortrag von Reinhard Lauterbach begrüßen zu dürfen. Die allgemeinen Formalien vorab nochmal für die Leute, die bisher noch nicht hier waren. Wir haben jetzt einen einstündigen Vortrag von Herrn Lauterbach und anschließend eine Pause von vielleicht einer Viertelstunde, um sich draußen auch noch mit etwas Getränken und Proviant versorgen zu können. Und anschließend hätten wir noch mal eine knappe Stunde für die Diskussion. Wir sollten spätestens um 14 Uhr hier um 13 Uhr die Räumlichkeiten verlassen. Und noch zur politischen Matinee an sich. Wir sind ein Zusammenschluss von, oder eigentlich entstanden, sage ich mal, aus der Bewegung gegen Stuttgart 21 und haben die politische Matinee gegründet mit der Intention, auch Themen zu behandeln, die über dieses Thema Stuttgart 21 hinausgehen. Wir finanzieren uns durch Spenden und von daher möchte ich bitten, dass diejenigen, die es sich erlauben können, auch einen kleinen Obolus beitragen, weil wir durch den Referenten und durch die Technik und ähnliche Dinge auch eine gewisse Kosten haben, die diese Straße ist so nett, uns diese Räumlichkeiten immer kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darf ich mich nochmal bedanken bei der Diese Straße. Und wer interessiert ist, regelmäßig zur politischen Matinee eingeladen zu werden, da drüben auf dem Büchertisch liegt noch ein kleiner Block, in dem man sich eintragen kann mit E-Mail-Adresse. Dann wird man zu diesen Veranstaltungen im Vorfeld eingeladen, aber auch nur zu diesen Veranstaltungen und nicht mit irgendwelchen Werbesachen behelligt. Noch zu dem Büchertisch dort. Der Lauterbach hat zwei Bücher rausgebracht, eines zur Ukraine-Krise, zur Situation in der Ukraine und eines zum Zerfall der Sowjetunion. Die werden hier verkauft in der Pause bzw. nach der Veranstaltung haben wir da die Gelegenheit, die zu kaufen. Und Herr Lauterbach ist sicherlich auch interessiert und bereit, die zu signieren. Interessiert weiß ich nicht, aber bereit sicher. Die Vorstellung von Herrn Lauterbach möchte ich ihm selber belassen und auch die Einführung in das Thema und möchte ihm dafür das Wort geben. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Vielen Dank für die Einladung nach Esslingen. Und vielen Dank, dass Sie sich an diesem schönen Morgen, wo man wahrscheinlich auch lieber in der frischen Luft wäre, sich die Zeit nehmen, hier mir zuzuhören und mit mir zu diskutieren. Ich habe diesem Vortrag den Titel gegeben, das Elend einer Spielfigur, die Rolle der Ukraine in der Geopolitik. Das spielt an darauf, dass die Veränderungen in der Ukraine seit dem Euromaidan immer mehr waren als nur innerukrainische Auseinandersetzungen, sondern eben Auseinandersetzungen, an denen auswärtige Interessenten von Anfang an hinter der Kulisse und sehr bald auch auf der Kulisse oder wenigstens an deren Rand intensiv beteiligt gewesen sind. Es hat dazu geführt, dass die Ukraine heute ein zerrissenes Land ist, ein Land, dessen Volkswirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch steht, ein Land, das davon abhängig ist, dass der IWF oder die EU die nächste Kredittranche freigibt. Und die verbinden das immer mit gepfefferten Bedingungen. Bedingungen, die im Grunde in die im Neoliberalismus einzig übliche Richtung gehen, nämlich den Lebensstandard der Bevölkerung zu senken, um angeblich den Staatshaushalt
auszubalancieren. Die Ukraine ist gefangen in einem Konflikt, den sie dadurch, dass der Maidan de facto eine Machtübernahme extrem rechter Kräfte ist, selbst provoziert hat. Und um diesen Konflikt ist es aktuell ruhiger geworden. Gerade vor ein paar Tagen ist für das Donbass eine Truppenentflechtung an drei ausgewählten Frontabschnitten vereinbart worden. Die wird, so wie ich es übersehe, auch einigermaßen eingehalten, wobei es einstweilen noch nicht um die wirkliche Entflechtung geht, sondern erst um die Präliminarien, denn diese Vereinbarung, die in der vergangenen Woche in Minsk unterschrieben wurde, zwischen Vertretern der Ukraine und der aufständischen Volksrepubliken, geht es darum, dass an drei definierten Frontabschnitten auf jeweils 2 Kilometer Breite die Truppen um jeweils 2 Kilometer ins jeweilige Hinterland zurückgezogen werden sollen, um einfach der Gefahr zufälliger Scharmützel vorzubeugen und um natürlich sicherlich zu experimentieren, ob sich das durchhalten lässt. Dies soll erst in Kraft treten, dieser Truppenrückzug, wenn eine Woche lang an den entsprechenden Frontabschnitten eine Waffenruhe geherrscht hat. Einstweilen, toi toi toi, heute ist glaube ich der dritte Tag, für den das gilt, scheint das eingehalten zu werden in diesen Abschnitten, in anderen nicht. Muss man auch ganz deutlich sagen, die Volksrepubliken berichten nach wie vor davon, dass jede Nacht mehrere Dutzend ukrainische Feuerüberfälle an anderen Abschnitten der Frontlinie stattfinden. Das sind meistens jetzt keine sehr großen Scharmützel. Man kann auch vermuten, dass das vielleicht eher Herumballereien aus Langeweile sind. Denn anders als zu früheren Zeiten, als gezielt die Wohnviertel am Rande von Donetsk oder Gorlovka beschossen wurden, sind heute nur noch in selteneren Fällen Menschenverluste zu beklagen. Das kann natürlich einerseits heißen, dass die Bevölkerung dieser Randviertel, sofern sie dort noch lebt, inzwischen weiß, wie sie damit umgeht. Viele Familien leben gleich in den Kellern oder gehen gleich zum Schlafen in die Keller und verbringen die Nächte gar nicht mehr in ihren Wohnungen. Denn, und das ist auch charakteristisch, diese Schusswechsel finden in aller Regel nachts oder am späten Abend statt, in der Regel initiiert von der ukrainischen Seite. Die Volkswehren schießen manchmal zurück, auch wenn sie seit Mitte September einen Befehl haben, nicht zurückzuschießen. Aber ob das immer so eingehalten wird, lässt sich natürlich im Einzelnen schlecht kontrollieren. Ich erblicke hinter dieser Art des Beschusses einen Versuch, ständiges Störfeuer zu machen, die Bevölkerung des Donbass zu zermürben, sie einfach psychisch auszuhöhlen und sie nach Möglichkeit dazu zu veranlassen, die Region zu verlassen. Das passt zu einer Strategie, die in Kiewer Medien aufgrund durchgestochener Regierungspapiere immer wieder diskutiert wird, dass das Donbass eigentlich mit seiner bisherigen Bevölkerung oder der jetzigen Bevölkerung, die als pro-russisch eingeschätzt wird, in die Ukraine, so wie der Maidan sie will, ohnehin gar nicht hineinpasst. Und da viele dieser Maidan-Leute überhaupt nicht willens sind, den historischen Kompromiss wieder aufzunehmen, der das innere Leben der Ukraine seit der Unabhängigkeit gekennzeichnet hat, ich sage gleich noch was zu diesem Kompromiss, da der Wille an diesen historischen Kompromiss anzuknüpfen dort im überwiegenden Teil gar nicht mehr vorhanden ist, sondern eben eine national-ukrainische Ukraine ohne fremdvölkische angestrebt wird, ist meiner Ansicht nach die Abstoßung des Donbass für die Kiewer Nationalisten nach wie vor eine der denkbaren Optionen. Man soll sich nicht davon täuschen lassen, dass in Kiew über die territoriale Integrität geredet wird und davon, dass das Donbass niemals aufgegeben werde. Ich bin ziemlich sicher, dass das, wenn es drauf ankommt und wenn die wirtschaftliche Lage sich noch etwas verschlechtert,
dass es eher dazu kommen wird, dass diese Volksrepubliken zwischen Baum und Borke hängen gelassen werden mit Wiederaufbaukosten, die in die Milliarden gehen und für die dort überhaupt nirgendwo das Geld vorhanden ist. Es geht im Grunde bei all diesen Versuchen, den Konflikt jetzt aus der akuten in eine latente Phase zurückzuversetzen, meiner Ansicht nach immer auch darum, im Wege eines politischen Schwarze-Peter-Spiels die Wiederaufbaukosten der jeweils anderen Seite zuzuschieben. Die Ukraine möchte möglichst, dass Russland diesen Wiederaufbau bezahlt. Russland ist aber daran naturgemäß nicht interessiert, genauso wie es nicht daran interessiert ist, etwa dem Vorbild der Krim-Übernahme zu folgen und die Volksrepubliken jetzt in die Russische Föderation aufzunehmen, was sicherlich sozialpolitisch die gangbarste Variante wäre. Aber daran ist Russland nicht interessiert, eben wegen der enormen wirtschaftlichen Kosten des Wiederaufbaus und auch wegen der damit verbundenen politischen Kosten. Denn jeder kann sich vorstellen, dass eine solche Situation, wenn sie denn einträte, vom Westen sofort zu einer neuen Runde antirussischer Agitation verwendet würde und dann es dann wieder heißen würde, die Russen hätten nicht nur die Krim annektiert, sondern jetzt auch noch die Gebiete Lugansk und Donetsk. Also dies ist meiner Ansicht nach in Russland allenfalls die allerletzte Option, wenn alles andere scheitert. Was Russland möchte, ist meiner Einschätzung nach die nach wie vor eine Föderalisierung der Ukraine, das heißt die Reintegration der Volksrepubliken in die Ukraine, aber mit starken regionalen Autonomierechten, Vetorechten gegen eine zu weitgehende Integration der Ukraine in die euroatlantischen Strukturen, wobei da Russland auch schon gewisse Zugeständnisse gemacht hat. Inzwischen wäre ein EU-Beitritt der Ukraine für Moskau inzwischen zu schlucken, nicht hingegen eine NATO-Integration. Das sozusagen als kurzer einleitender Überblick. Und jetzt komme ich zu den Perspektiven dieser ukrainischen EU-Integration, die, wie ich behaupte, von Anfang an eine Mogelpackung gewesen ist, wo auch einfach ukrainische Bürgerinnen und Bürger sich auf dem Maidan haben hinters Licht führen lassen durch unklare Versprechungen und jetzt von EU-Europa schlicht und einfach im Regen stehen gelassen werden. Wenn wir uns erinnern, was im Spätherbst 2013 rund um die Ukraine los war. Es stand an zur Ratifizierung ein Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der Europäischen Union. Dieses Ratifizierungsverfahren wurde vom damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch in letzter Minute gestoppt, unter Verweis auf schwere wirtschaftliche Schäden, die der Ukraine drohten, sehr realistisch eingeschätzt, sage ich gleich noch was dazu, und verbunden mit der Bitte, bessere Konditionen auszuhandeln. Damals hat die EU dieses Ansinnen von Janukowitsch hohnlachend zurückgewiesen und hat gesagt, nein, entweder unterschreibst du oder wir lassen es halt. Und gleichzeitig ging auf die Nachricht, dass Janukowitsch diesen Prozess ausgesetzt hat, buchstäblich innerhalb von Stunden dieser Euromaidan los, ursprünglich initiiert über Facebook-Einträge, aber sehr schnell dann auch verstärkt durch nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der ukrainischen Zivilgesellschaft, also die berühmten Studierenden, Kreativunternehmer und so weiter, sondern eben auch durch vorbereitete ukrainische Nationalisten aus dem Westen, die auch paramilitärisch geschult waren und die eine fertige Konzeption hatten, wie sie diese friedlichen Demonstrationen sehr schnell auch übernehmen konnten. Der rechte Sektor als Zusammenschluss von mehreren solchen nationalistischen Kampfverbänden
ist buchstäblich 3 Tage nach dem Beginn des Euromaidan gegründet worden. Das hat sicherlich nicht ohne Vorbereitungen so funktionieren können. Und es ist inzwischen auch bekannt, dass die paramilitärische Vorbereitung des rechten Sektors und anderer faschistischer Straßenkampforganisationen auf westukrainischen Truppenübungsplätzen mit unter anderem polnischer und auch amerikanischer Unterstützung schon Monate vorher begonnen hat. Worum ging es bei dieser Assoziierung? Der ukrainischen Bevölkerung wurde das immer verkauft als die Vorstufe zum EU-Beitritt, und mit dem EU-Beitritt verband man Vorstellungen von besserem Leben, höheren Löhnen, einem funktionierenden Rechtsstaat, weniger Korruption und so weiter. All diese Hoffnungen waren zunächst einmal für überhaupt nicht unberechtigt. Also das Lohnniveau zwischen der Ukraine und selbst Polen ist 1:4, zwischen der Ukraine und Deutschland ungefähr 1:10 bis 1:12. Das Durchschnittseinkommen in der Ukraine lag bei umgerechnet 140 Euro monatlich. Heute verdienen nach aktuellen Statistiken nur 9% der Ukrainer mehr als umgerechnet 120 Euro, die übrigen 90% weniger. Es gibt Millionen von Ukrainern, die Schätzungen gehen bis zu 3 Millionen, die ihren Lebensunterhalt im Ausland verdienen, die Hälfte ungefähr in Russland, die andere Hälfte in Westeuropa, davon der Großteil in Polen. Allein in Polen wird geschätzt, dass ungefähr 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer mehr oder minder schwarz arbeiten und dort im Niedriglohnsektor diejenigen Jobs machen, für die keine Polen mehr da sind, nachdem ihrerseits 2,5 Millionen Polen in den Westen der EU-Länder migriert sind und eben jetzt in England, Irland, Niederlanden, Deutschland, Italien und so weiter etwas mehr verdienen als in Polen. Und in diese Lücken stoßen jetzt die Ukrainer hinein, also zum Beispiel Kinderfrauen in Warschau sind praktisch ausschließlich Ukrainerinnen. In der Altenpflege machen Ukrainerinnen in Polen genau die Jobs, die bei uns die polnischen Pflegerinnen machen. Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten auf dem Bau, in der Landwirtschaft, sie ernten Äpfel und Tomaten. Sie nähen für Hungerlöhne T-Shirts in kleinen Textilfabriken in Zentralpolen und so weiter und so weiter. Wenn man mal im Internet auf die entsprechenden Anzeigen geht, dann findet man, dass dort also selbst für Jobs, für die Facharbeiterqualifikationen verlangen, Stundenlöhne von umgerechnet 2 Euro gezahlt werden oder angeboten werden. Das bedeutet, die Ukrainer in Polen haben weiß Gott kein süßes Leben, aber es ist immer noch besser als das, was sie bei sich selbst vorfinden, insbesondere sofern sie aus der Westukraine kommen, die im Grunde ein großflächiges Notstandsgebiet ist. Der zweite Punkt war ein sogenanntes normales Leben, und darunter verstand man in der Ukraine eben ein Leben in einem funktionierenden Rechtsstaat, in dem es eine bürgerliche Rechtsordnung gibt, wo Verträge eingehalten werden und es eben nicht üblich ist, dass irgendein Arbeitgeber, der nicht zahlen will, dem Richter einen Umschlag über den Tisch schiebt, woraufhin der Richter die entsprechende Akte verschwinden lässt oder ganz unten unter den Stapel legt, sodass das nie entschieden wird. Und was damit verbunden ist, viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich einen Staat gewünscht, in dem weniger Korruption herrschte als unter Janukowitsch. Und an dieser Stelle sind sie, glaube ich, noch mit am bittersten enttäuscht worden, denn alle Quellen sagen, dass die Korruption in der Ukraine unter Petro Poroschenko eher noch zugenommen hat und jedenfalls keine wesentlichen Anstrengungen unternommen worden sind oder keine Erfolge dabei erzielt worden sind, die Korruption tatsächlich zu bekämpfen. Im Gegenteil, es sind ja dann sogenannte westliche Experten eingeflogen worden, um dort also Wirtschaftsreformen voranzutreiben.
Einer von ihnen war der litauisch-schwedische Investmentbanker Alvaras Abramovičius, der eine Weile als Wirtschaftsminister in Kiew amtiert hat. Und dieser Abramovičius hat im April seinen Rücktritt eingereicht und dies ausdrücklich damit begründet, offiziell auf einer Pressekonferenz, dass er keine Lust mehr habe, mit seinem Namen zu firmieren, dass aus der Umgebung der Präsidialverwaltung, also aus der direkten Umgebung von Poroschenko, nach wie vor Vetternwirtschaft und Korruption in der Regierung auf großem Umfang betrieben werde, dass einfach die Umgebung von Poroschenko, der ja bekannt geworden ist als Mensch, der sein Geld im Süßwarensektor gemacht hat, nun also in die wirklich fetten Sektoren der ukrainischen Volkswirtschaft hineingehen, insbesondere die Stromerzeugung und den Gashandel, wo Poroschenko und Konsorten bisher nicht vertreten gewesen sind. Das ist alles gut bekannt. Das ist übrigens auch insbesondere von amerikanischen Medien ausführlich dokumentiert worden. Und diese Publikation interpretiere ich als mehr oder minder gezielte Warnschüsse gegen Poroschenko. Er möge es bitte mit der Korruption nicht allzu toll treiben. Bisher hat Poroschenko verstanden, dies zu ignorieren, weil er von seiner Seite darauf setzt, dass die Ukraine für die geopolitische Konfrontationsstrategie der USA gegenüber Russland so unersetzlich sei, dass die USA und auch die EU letzten Endes nicht umhin könnten, hier durch die Finger zu schauen und ihm das alles durchgehen zu lassen. Das ist in weitem Maße bisher sicherlich so gewesen, aber ich sehe durchaus Anzeichen dafür, dass sich das langsam ändert und dass etwas um sich greift, was in der Fachpresse, in der englischsprachigen, als Ukraine Fatigue bezeichnet wird, also als Überdruss an der Ukraine, die im Grunde ständig Forderungen stellt, politische Forderungen nach Hochdrehen der Konfrontation gegenüber Russland und wirtschaftliche Forderungen nach immer noch ein paar Milliarden, um den Einbruch der ukrainischen Volkswirtschaft wenigstens zu stoppen, wenn schon nicht umzukehren. Woran liegt dieser Einbruch der ukrainischen Volkswirtschaft? Der liegt im Grunde genau an dem, was Janukowitsch 2013 versuchte, gegenüber der EU geltend zu machen, dass nämlich das Assoziierungsabkommen, das zum Inhalt gehabt hätte, die ganze ukrainische Rechtsordnung auf den EU-Standard umzustellen, unter Verzicht oder unter Abgehen von den eingeführten Verbindungen nach Russland, dass dies den Großteil der ukrainischen Volkswirtschaft ruinieren würde, insbesondere die ukrainische Industrie. Denn die ukrainische Industrie, soweit sie also verarbeitende Industrie war, nicht nur einfach Rohstoffe aus dem Boden zu holen oder Kohle in Kraftwerken zu verfeuern. Die ukrainische Industrie war auf den Absatzmarkt Russland orientiert. Das ging von den technischen Normen, die in der Ukraine geherrscht haben, bis dazu, dass einfach die Dinge von der Qualität her im Westen keine Abnehmer finden und dass sie auch teilweise wegen niedriger Arbeitsproduktivität, trotz der enorm niedrigen Löhne, einfach nicht wettbewerbsfähig waren. Andere Dinge kamen hinzu. Die ukrainische Flugzeugfabrik Antonov hat um die Jahrtausendwende herum mal mit der Bundesrepublik und Frankreich verhandelt, ob nicht Antonov den europäischen NATO-Armeen das als Desiderat bezeichnete militärische Transportflugzeug liefern könnte. Die Ukrainer hatten ein schlüsselfertiges Modell anzubieten, was überdies viel billiger gewesen wäre als die dann später entwickelte Airbus A400M, deren Fertigstellung sich über Jahre verzögert hat und die viel teurer geworden ist. Aber das sollte nicht sein, und zwar nicht deswegen, weil die Europäer nicht gewollt hätten, sondern weil die NATO geblockt hat. Denn in diese in diesen Antonov-Flieger wurden Teile aus Russland verbaut. Und das sollte von Seiten der NATO nicht sein.
Und deswegen hat die NATO dieses Projekt, von dem der damalige Bundesverteidigungsminister Volker Rühe sagte, wenn dieses Projekt realisiert wird, dann ist der Kalte Krieg wirklich vorbei. Also Rühe war durchaus ein Anhänger dieser ukrainischen Kooperation, Gerhard Schröder auch. Aber das ist von Seiten der NATO Anfang dieses Jahrhunderts torpediert worden. Und seitdem hängt die ukrainische Flugzeugindustrie an ein paar Aufträgen für Spezialflugzeuge, die zum Beispiel auf nicht asphaltierten Pisten landen können, die auch in Lateinamerika und Afrika hin und wieder Abnehmer finden. Aber sie haben über Jahre nach wie vor vom russischen Markt gelebt. Und so ging das wirklich quer durch die ukrainische Hightech-Industrie, die es ja durchaus gegeben hat. Ja, ich erinnere auch zum Beispiel an Yuzhmash in Dnipropetrovsk, diesen Raketenhersteller. Es gibt das Werk Motosich in Saporoschje, was für den ganzen russischen Markt Hubschraubermotoren produziert hat. Ich sage das alles im Perfekt, weil all diese Kooperationen aus politischen Gründen von der Ukraine im Laufe des Jahres 2014 und 2015 abgebrochen worden sind. Inzwischen sind die Russen ihrerseits auf Importsubstitution gegangen und konstruieren diese Sachen selber. Und diese ukrainische Industrie mit Zehntausenden von Arbeitsplätzen ist einfach vor dem Zusammenbruch. Alle Konversionsversuche innerhalb der Ukraine sind kläglich gescheitert, einfach deswegen, weil das so einfach gar nicht ist, ja, in einer Raketenfabrik plötzlich irgendwelche zivilen Objekte mit gleicher Wertschöpfung zu machen. Ja. Es geht ja nicht darum, dass jetzt irgendwo, wo vorher Raketen gebaut worden sind, plötzlich Kochtöpfe geschliffen werden, sondern es soll ja auch irgendwas sein, was das technologische Potenzial erhält. Und da ist einfach überhaupt keine Alternative vorhanden. All dies hat dazu geführt, dass die Integration der Ukraine mit der Europäischen Union sich heute beschränkt auf die Lieferung mineralischer Rohstoffe und bestimmter Basischemikalien, die einfach in der Ukraine für billiges Geld und unter völlig laschen Umweltstandards produziert werden können, günstiger als beispielsweise in Deutschland. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass die BASF sich ihre gesamte Schwefel- und Salpetersäure, die sie für ihre Prozesse bräuchte, aus der Ukraine schicken lässt, schiffsweise. Und im Übrigen halt mineralische Rohstoffe, klar, das Eisenerz von Krivoi Rog, einige andere Metalle und landwirtschaftliche Rohstoffe. Es gab über Jahre, über den ganzen Maidan hinweg, einen amerikanischen Botschafter in Kiew namens Geoffrey S. Pyatt. Der hat kurz vor seinem Abschied von dem Kiewer Posten in einer Rede gesagt, die Ukraine habe eine große Zukunft vor sich als, jetzt zitiere ich, als Agrarsupermacht. Ne? Mit anderen Worten, als Lieferant von Weizen, von Sonnenblumenöl, von Soja. Also das alles läuft parallel mit massivem Landgrabbing durch amerikanische und chinesische Agrarkonzerne, die dort Tausende von Hektar aufkaufen, der berühmten ukrainischen Schwarzerde, die übrigens auch längst nicht mehr so fruchtbar ist, wie sie der Legende nach sein soll, weil nämlich dieser Boden zunächst mal in der Sowjetzeit, dadurch, dass viel zu schwere Traktoren da angewandt wurden, extrem verdichtet worden ist und zweitens dort durch massiven Chemikalieneinsatz auch das Bodenleben zerstört worden ist. Das Letztere ist im Moment dabei, sich zu regenerieren, weil viele der ukrainischen Agrarbetriebe gar nicht mehr das Geld haben, um in dem Maße Kunstdünger zu kaufen, wie sie das früher getan haben. Das sind dann sozusagen ungewollte Folgen und das könnte den Schwarzerdeboden ein bisschen wieder regenerieren. Wenn Sie mich fragen, was hat das alles für Auswirkungen auf das Lebensniveau der ukrainischen Bevölkerung, dann können Sie sich das vorstellen. Das ist rapide gesunken. Die Löhne sind als eine der ersten Aktionen der Maidan-Regierung im Frühjahr 2014 eingefroren worden, die Renten genauso. Gleichzeitig ist die Inflation auf Werte um die 20-25% gestiegen und der Außenwert der Grivna hat sich gedrittelt. Das bedeutet, alles, was importiert wurde, ist plötzlich dreimal so teuer. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, dann kaufen die Leute wieder ukrainische Produkte, die wir ja zum Inlandspreis
produziert werden. Die müssten noch dann viel konkurrenzfähiger werden. Das stimmt oder das würde stimmen, wenn die Ukraine überhaupt in der Lage wäre, alles zu produzieren, was halt an industriellen Gütern gebraucht wird. Aber das ist eben gar nicht mehr der Fall. Dadurch, dass die Industrie so einseitig auf den Export nach Russland eingestellt gewesen ist. Sodass also heute der Bedarf der Ukraine an zum Beispiel Textilien weitgehend aus der Türkei und China gedeckt wird. Vieles, was also im Alltag gebraucht wird, kommt alles aus dem Ausland. In der Ukraine werden im Grunde nur noch sozusagen die Lebensmittel produziert, die die Leute auf dem Tisch haben. Und das ist jetzt eine der wenigen übrigens positiven Tendenzen. Ich glaube nicht, dass diese schwere Wirtschaftskrise zu Hungerproblemen in der Ukraine führen wird. Und zwar deswegen, weil sehr viele Ukrainer entweder Beziehungen aufs Dorf noch haben, wo sie irgendeine Oma oder einen Onkel haben, der eine kleine Landwirtschaft nach wie vor betreibt. Und es gibt sehr viele Ukrainer, die auch einfach noch aus sowjetischen Zeiten Schrebergärten vor den Städten haben. Und das sind keine Schrebergärten, wo man sich in die Hollywood-Schaukel setzt, sondern das sind kleine landwirtschaftliche Anbauflächen, wo auf ein paar hundert Quadratmetern halt einfach der Familienbedarf an Kartoffeln, Tomaten und Gurken angebaut wird. Und wenn dann halt noch die Großmutter auf dem Dorf hin und wieder ein Schweinchen schlachtet, dann kommt man damit über die Runden, ohne zu verhungern. Aber das liegt halt einfach an den starken agrarischen Traditionen der Ukraine und daran, dass die Ukraine eben von der Natur mit fruchtbarem Ackerboden gesegnet worden ist. Alles andere, was die wirtschaftlichen Perspektiven angeht, ist dagegen sehr zweifelhaft. Also die Ukraine hat mal versucht, sich auf einer Investorenkonferenz in Berlin als IT-Standort zu bewerben. Da ist auch so viel dran, dass tatsächlich es in der Ukraine viele gut ausgebildete Informatiker und IT-Fachleute gibt, die also zum Beispiel Großteile der Programmierungen für die Navi-Systeme, die in unseren Autos verbaut werden, herstellen. Und da hat einer dieser Investoren in der Diskussion die anwesenden ukrainischen Minister gefragt, ja, die EU-Kommission habe ja vorberechnet, dass bis 2020 80.000 IT-Kräfte fehlen würden, ob die Ukraine denn da sozusagen Nachschub liefern könne. Und da hat der ukrainische Minister etwas ein langes Gesicht gezogen und hat gesagt, ja, eigentlich hätten wir schon lieber, dass sie dann die Aufträge in die Ukraine vergeben. Aber es ist natürlich absehbar, dass wenn wirklich die europäische IT-Wirtschaft Bedarf an Fachkräften hat, dann wird sich für ukrainische IT-Spezialisten mit Sicherheit einen Weg finden, wie die in die EU geholt werden können, anders als für den gewöhnlichen ukrainischen Armutsmigranten. Und dazu muss man ihm auch nur ein bisschen mehr bezahlen als das, womit die ukrainische Regierung Werbung betrieben hat, nämlich IT-Spezialisten für weniger Geld als Chinesen und ohne Zeitverschiebung, ohne größere. Ja, dies ist ja nur eine Stunde Zeitverschiebung zur Ukraine. Mit anderen Worten, wenn ich ITler in der Ukraine wäre und würde mitkriegen, dass meine Regierung mich als billiger als Chinesen und mit europäischer Mentalität verkaufen will, dann würde ich auch, hätte ich, glaube ich, schnell meinen Koffer gepackt und würde schauen, ob ich nicht irgendwo etwas Besseres finde als den Tod. Ich denke also, dass diese Perspektive der Ukraine da als ausgesourcter IT-Standort weitgehend eine Fantasie ist. Gleichzeitig sehe ich überhaupt nicht, dass die EU-Integration der Ukraine über diese Marktöffnung hinaus, wie sie jetzt vereinbart worden ist, fortschreiten könnte. Denn selbst ein solch vermeintlich technisches Detail wie die Einführung des visafreien Reiseverkehrs wird von der EU immer wieder von Quartal zu Quartal auf die lange Bank geschoben, angeblich wegen fehlender Fortschritte der Ukraine in Sachen Korruptionsbekämpfung, was ja auch sicherlich so ist, dass diese Fortschritte ausbleiben. Aber in erster Linie deswegen, weil die EU natürlich weiß, dass eine Öffnung der Grenzen in allererster Linie zu einer Welle ukrainischer Armutsmigration führen würde. Und Sie können sich alle vorstellen, dass es derzeit in der EU
kein einziges Land gibt, nicht mal Polen, das noch mehr ukrainische Wirtschaftsmigranten im Land haben möchte. Polen übrigens versucht ja immer gegenüber der EU zu argumentieren, dass es auf gar keinen Fall irgendwelche Flüchtlinge aus Syrien oder Afrika aufnehmen könne, weil es ja schon 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen habe. Das ist natürlich dreist gelogen von der polnischen Regierung, denn diese Ukrainer, die in Polen leben, die arbeiten alle hart für ihren Lebensunterhalt. Keiner von denen liegt irgendwelchen polnischen Sozialkassen auf der Tasche. Das ist also, wenn Sie das irgendwann mal in den Medien hören, dann sollte Ihnen klar sein, dass das einfach Mogelpackungen und Schwindel sind, was da von polnischer Seite erzählt wird. Die EU-Integration der Ukraine stockt also auf einer Stelle, wo eigentlich niemand richtig was davon hat. Kann man sich natürlich fragen, ja, warum hat die EU das denn eigentlich überhaupt gemacht? Und da muss man jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Sie erinnern sich an diesen kurzen 5-Tage-Krieg zwischen Russland und Georgien im August 2008. Damals hatte Russland ja auf georgische Provokationen und den Versuch der Annexion oder der Rückeroberung von Südossetien darauf reagiert, dass es dort selbst Truppen reingeschickt hat. Und im Grunde kurz davor war auch die georgische Hauptstadt Tiflis zu erobern. Das ist dann von der EU durch das Aushandeln eines Waffenstillstandes ausgebremst worden. Und das georgische Regime hat sozusagen seinen Hals gerettet bekommen auf diese Weise. Aber dieser Vorgang hat in der EU die Alarmglocken schrillen lassen, weil man gedacht hat, dass Russland eben jetzt nicht nur gegenüber Georgien, sondern überall in der ehemaligen Sowjetunion versucht sein könnte, wieder Macht zu projizieren, wie man das so schön sagt, also seinen Einfluss geltend zu machen, um diese Länder wirtschaftlich und politisch doch wieder in einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit Russland zu integrieren. Diesen Wirtschaftsraum gibt es ja inzwischen auch, der nennt sich Eurasische Union. Ist von der Idee her gedacht als Analogon zur Europäischen Union, ist aber bei weitem nicht so stark integriert wie die EU. Aber schon der Versuch, die Ukraine über eine Zollunion wieder an diese Eurasische Union zu binden, hat eben in Europa die Alarmglocken schrillen lassen damals. Und damals haben Schweden und Polen im Spätsommer 2008, wirklich Wochen nach dem Georgienkrieg, eine Konzeption der sogenannten östlichen Partnerschaft ins Leben gerufen. Diese östliche Partnerschaft läuft im Grunde darauf hinaus, dass die Ukraine nicht mehr für Russland das sogenannte nahe Ausland sein soll. Also Sie wissen, ihr nahes Ausland ist so eine Kategorie der russischen politischen Diskussionen gegenüber den ehemaligen Sowjetrepubliken, die darauf hinausläuft, dass sie zwar Ausland sind, aber eben kein so richtiges Ausland, sondern doch eines mit besonderen Beziehungen, wo auch Russland bestimmte Ansprüche geltend macht auf Berücksichtigung seiner Interessen. Und im Grunde ist diese europäische Nachbarschaftspolitik die Antwort der EU gewesen, im Grunde dasselbe, was die Russen mit dem nahen Ausland propagiert haben, nur eben von europäischer Seite. Eben eingerichtet über die Angleichung des Rechtssystems, über die Angleichung der technischen Normen. Also die Ukraine muss wirklich im Rahmen dieses Assoziierungsverfahrens Hunderttausende von Seiten europäischer Rechtsakte übernehmen für sich. Das ist ein Prozess über Jahre. Und sie muss auch, das steht im Kleingedruckten dieses Abkommens, sich an europäischen Militäreinsätzen beteiligen. Alles aber ohne ein Recht auf Mitsprache. Das heißt, es ist wirklich ein Klientelstatus, der Ukraine da geboten wird. Ein absolut zweitrangiger Status. Ohne Mitspracherecht und insbesondere auch ohne die Zahlungen aus den diversen Brüsseler Strukturtöpfen, die ja mit der EU-Mitgliedschaft normalerweise verbunden sind. Man sieht übrigens daran auch, dass diese Partnerschaft und diese Assoziierung das Maximum war, was die EU dort tun konnte. Denn
eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine wäre unter anderem auf den Widerstand der osteuropäischen Beitrittsländer gestoßen, die nämlich plötzlich nicht mehr selber Nettoempfänger dieser EU-Milliarden gewesen wären, von denen in Polen sich wirklich auf der Infrastrukturseite sehr vieles getan hat, muss man ehrlicherweise sagen, sondern plötzlich wäre Polen zum Nettozahler geworden. Das wollten die Polen also auch nicht. In anderen Worten, die wollten, obwohl sie sich immer so als große Freunde der Ukraine aufbauen, die waren selber gar nicht interessiert daran, der Ukraine wirklich eine Mitgliedschaftsperspektive in der EU zu bieten. Und diese Interessenlage, die wird sich auch noch über mindestens 15 Jahre so fortschreiben. Auch da sollten Sie also, wenn Sie entsprechende Statements hören von Politikern, wissen, dass das Fensterreden sind, hinter denen überhaupt keine praktische Konsequenz steht. Was den Konflikt im Donbass angeht, der natürlich wirklich die blutende Wunde ist, so glaube ich, dass die Reintegration der Republiken in die Ukraine, die von Russland nach wie vor angestrebt wird, von der Ukraine, von einem Teil der Ukraine womöglich auch, aber eben zu Konditionen, die einer Kapitulation der Volksrepubliken gleichkommen, dass dies im Moment insbesondere gegen die Bevölkerung der Volksrepubliken selbst durchgesetzt werden müsste. Denn alle Umfragedaten, die von dort bekannt sind, sagen, dass Mehrheiten von etwa 80% der dortigen Bevölkerung sagen, wir wollen auf gar keinen Fall in die Ukraine zurück. Das kann ich auch emotional gut nachvollziehen, weil eine Regierung, die mit ihren angeblichen Bürgern über 2 Jahre in der Sprache der Granaten und Bomben kommuniziert, nicht wirklich beanspruchen kann, für diese Bürger sozusagen ein Freund und Helfer zu sein. Dazu kommt, dass die Ukraine seit Ende 2014 alle Sozialtransfers in die Republiken eingestellt hat. Das bedeutet, die Rentner, die im Moment in den Republiken einen weit überwiegenden oder weit überproportionalen Bevölkerungsanteil stellen, entweder überhaupt nichts mehr bekommen. Die Leute leben heute von Minimaltransfers, die aus Russland geleistet werden. Russland finanziert 80-90% der Staatshaushalte der Volksrepubliken. Oder sie müssen unter strapaziösen Bedingungen in die Ukraine hinüberfahren, also in den ukrainisch kontrollierten Teil des Donbass, dort ihre Rente beantragen, wobei ihnen das auch von Mal zu Mal immer schwerer gemacht wird, denn inzwischen ist dazu verlangt, dass man eine Rente, für die man ein Leben lang gearbeitet hat, als Bergmann oder Hüttenarbeiter, dass eine solche Rente, dass man, um diese Rente zu kriegen aus der Ukraine, auch dort einen festen Wohnsitz haben muss. Das bedeutet entweder, dass die Leute tatsächlich übersiedeln müssen in den ukrainisch kontrollierten Teil, was nicht alle wollen, weil die Binnenflüchtlinge aus dem Donbass in der Ukraine nicht gern gesehen sind. Die beklagen sich immer wieder darüber, dass sie nicht nur keine Jobs kriegen, das Schicksal teilen sie ja mit der ganzen ukrainischen Bevölkerung, sondern dass sie auch einfach angefeindet werden und als Fremdkörper wahrgenommen werden. Und wer dann halt einen fiktiven Wohnsitz anmelden will, der muss dafür in der Regel so viel bezahlen für einen fiktiven Mietvertrag, dass die Rente auch genauso gut dafür drauf geht. Die soziale Lage der Menschen in den Volksrepubliken ist fatal. Die wirtschaftliche Aktivität liegt bei ungefähr 30-40% des Vorkriegsstandes. Das haben Ökonomen mal versucht zu ermitteln. Und zwar aufgrund eines auf den ersten Blick erstmal seltsamen Kriteriums. Die haben nämlich gesagt, was ist die Lichtabstrahlung dieser Gebiete bei Nacht auf Satellitenbildern, die man ja finden kann. Einfach die Lichtabstrahlung genommen als Indiz dafür, wie stark die Industrie eben auch bei Nacht arbeitet. Denn diese Stahlwerke und so weiter, die arbeiten ja alle im Mehrschichtbetrieb. Und da ist eben rausgekommen, dass in Donetsk ungefähr knapp 50% der Vorkriegsaktivität
noch zu messen sind in Lugansk 30 und in den kleinen Provinzstädten liegt das zwischen 20 und 30%. Der ganz große Rest der Bevölkerung lebt, ja, weiß man auch nicht genau wovon, wahrscheinlich von ein bisschen Schwarzhandel und vom Schrebergarten. Diese Leute hängen wirklich absolut zwischen Baum und Borke und es gibt eigentlich im Moment keinerlei optimistisch stimmende Perspektive, die man ihnen stellen kann. Denn jede Perspektive ist eigentlich schlecht, wenn sie in die Ukraine zurückgehen sollten. Und zwar zu den Konditionen von Kiew, die bedeuten, dass insbesondere zunächst mal die ukrainische Grenzkontrolle gegenüber Russland wiederhergestellt wird, bevor über irgendwelche Amnestien und so weiter nachgedacht werden kann. Das ist die Kiewer Position. Bedeutet das natürlich, dass wenn die Volksrepubliken nicht mehr von Russland aus versorgt und auch mit militärischen Materialien unterstützt werden können, dass dann einfach erstmal in den Republiken die Nacht der langen Messer losgeht und jeder, der irgendwie mit diesen Republiken zusammengearbeitet hat, mit Repressionen zu rechnen hat, Repressionen, die nicht nur einfach so im Rahmen von rechtsstaatlichen Verfahren stattfinden dürften, sondern eben auch in Form von ganz physischen Übergriffen, denn diese nationalistischen Freiwilligenbataillone, die da an der Front stehen, die sind schon in den Dörfern, wo sie im Moment stationiert sind, bei der Bevölkerung verhasst, weil sie eben dort plündern, rauben, vergewaltigen und ihren ganzen Hass auf die Moskowiter an der örtlichen Bevölkerung auslassen. Wenn die Volksrepubliken bestehen bleiben würden, ist nicht absehbar, dass ihre Wirtschaft wirklich wieder in Gang kommt. Denn die Schwerindustrie des Donbass war darauf angewiesen, dass sie mit den ukrainischen Schwerindustrieregionen westlich des Dnieper zusammenarbeitet, auf der ganz banalen Grundlage, dass das Eisenerz, was in den Stahlhütten von Mariupol verhüttet wird, eben aus Krivoj Rog kommt, das liegt westlich des Dnieper. Und nun ist Mariupol noch unter ukrainischer Kontrolle. Diese Hütten funktionieren also noch, aber andere Stahlwerke im von den Volksrepubliken kontrollierten Teil sind von diesen Lieferungen abgeschnitten und liegen demzufolge still. Und so ist es bei sehr, sehr vielen anderen Betrieben auch. Die Ukraine hat jetzt aus akuter Not den Kohleimport aus dem Donbass wieder aufgenommen, weil sie einfach für ihre Kohlekraftwerke diesen Rohstoff brauchen, denn die Kraftwerke sind auf Anthrazitkohle eingestellt und die gibt es im Wesentlichen nur im Donbass und in Südafrika. Und alle Versuche, solche Kohle aus Südafrika zu importieren, um sie nicht aus dem Donbass beziehen zu müssen, sind in der Vergangenheit immer daran gescheitert, dass die Ukraine die erste Lieferung nicht bezahlt hat und danach die südafrikanischen Lieferanten gesagt haben, und tschüss, mehr kriegt er nicht. Jetzt also wird der Kohleimport in bescheidenem Maße offenbar wieder aufgenommen, aber dazu braucht man natürlich auch Lokomotiven. Und die Ukraine kauft jetzt sogar Diesellokomotiven in Russland. Das ist deswegen witzig, weil in Lugansk eines der größten Diesellokomotivwerke der ehemaligen Sowjetunion liegt. Also wer vielleicht sich mit Eisenbahngeschichten ein bisschen auskennt, der kennt diese Tiger-Trommel-Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Die kamen zum Beispiel von dort. Ne? Und es geht also der Ukraine ganz offensichtlich nach wie vor darum, lieber im originalen Russland zu kaufen, als in den Volksrepubliken diesem Betrieb da wieder Beschäftigung zu verschaffen. Und so ist einfach dieser Boykott zwar mit Löchern versehen, mit Löchern, an denen dann auch alle möglichen Schmuggler und Schmiergeldzahler und Schmiergeldkassierer ihr Geld verdienen. Aber auf die Weise lässt sich natürlich kein vernünftiger volkswirtschaftlicher Zusammenhang wiederherstellen. Und Russland, wie ich es anfangs schon skizziert habe, ist weder aus politischen noch aus ökonomischen Gründen interessiert, die Volksrepubliken ins eigene Land zu übernehmen, wie es wahrscheinlich eine Mehrheit der Bevölkerung der Republiken inzwischen
mangels besserer Perspektiven sich wünschen würden, stellt sich die Frage, wie geht das jetzt dort weiter? Ist diese Entflechtung mal optimistisch betrachtet, sie hält und sie wird vielleicht stabilisiert und vielleicht irgendwann auf die ganze Frontlinie ausgedehnt, ist das der erste Schritt zu einer Befriedung der Region, dazu diesen Konflikt wieder von der Tagesordnung zu nehmen? Die Antwort darauf ist, wie mir scheint, ein entschiedenes Jein. Jein deswegen, weil im Moment, wie mir scheint, keine Seite ein Interesse daran hat, den Konflikt in diesem Moment weiter zu eskalieren. Ja, zwischen Russland und den USA spielt im Augenblick die Musik, auch die Kriegsmusik in Syrien. Dort stehen wir, wenn Sie sich den ganzen Streit um die Flugverbotszonen und so weiter anschauen, wirklich auf Haaresbreite von einem zumindest konventionellen Krieg zwischen Russland und den USA. Und es ist sehr die Frage, wer da sozusagen so weit ins Risiko geht, dass er den ersten Abschuss einer Maschine der anderen Seite riskiert. Ich wage da keine Prognosen. Trotzdem sind die USA nicht daran interessiert, den Ukraine-Konflikt endgültig zu bereinigen. Und zwar deswegen nicht, weil er als ein potenzieller künftiger Konflikt herrscht, den man mit irgendwelchen banalen Anlässen, die sich auch inszenieren lassen, wieder hochkochen lassen kann. So ein latenter Konfliktherd ist nach meiner Einschätzung den USA an der unmittelbaren Südwestflanke Russlands sehr, sehr gelegen. Und als solcher, als so ein köchelnder, meinetwegen mal für ein paar Monate stillgelegter Konflikt, passt er in die langfristige Strategie der USA, Russland einfach zu möglichst vielen kleinen Konflikten zu nötigen, auf die es dann seine Kräfte verzetteln müsste und zu deren Unterhalt es einfach seine wirtschaftlichen Potenziale auch verzetteln müsste, statt sie in eine Modernisierung seiner Volkswirtschaft zu stecken. Das ist genau die Konzeption amerikanischer Geopolitik, in der die Ukraine eben eine solche Spielfigur gibt. Es gibt in der Ukraine das bittere Sprichwort, Amerika und Russland kämpfen in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer. Die Haltung der Kiewer Regierung dazu ist meiner Ansicht nach noch wesentlich zynischer. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Poroschenko-Administration am allerwenigsten an einer Befriedung dieses Konflikts interessiert ist. Und zwar aus zwei Gründen, die miteinander zusammenhängen. Der erste Grund ist ein ganz banaler. Solange an der Front noch gelegentlich geschossen wird und dieser Krieg fortgesetzt wird, sind die ganzen Faschistenbataillone vom rechten Sektor, Azov und wie sie alle heißen, kampferprobte, militärisch ausgebildete, inzwischen sehr gewaltbereite Formationen an der Front gebunden und können genau das nicht tun, was die Regierung Poroschenko fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, nämlich nach Kiew zurückkehren und Poroschenko zur Rechenschaft ziehen für das, was er alles gegenüber den Idealen des Maidan, also Korruptionsbekämpfung und so weiter, nicht getan hat. Es wird immer wieder von Seiten dieser durchaus solide rechten Opposition in der Ukraine das Stichwort vom dritten Maidan, welcher bevorstehen würde. Der erste 2004, 2005, der zweite 2013, 14, der nächste dann eventuell. Dieses Stichwort vom dritten Maidan kommt immer wieder zum Tragen. Und was das bedeutet, haben wir im August vor einem Jahr sehen können, als das ukrainische Parlament mal versucht hat, eine Vorlage über die Gewährung eines politischen Sonderstatus für die Volksrepubliken des Donbass zu beschließen in erster Linie. Diese Abstimmung ist im Chaos untergegangen. Im Parlament haben die Faschisten randaliert. Ihre Anhänger haben vor dem Parlament randaliert, haben Handgranaten auf die Polizei geworfen. Es gab mehrere Tote und ungefähr 200 Verletzte
infolge dieser bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen. Seitdem hat sich das in dieser Intensität nicht mehr wiederholt. Aber wenn die Bataillone wirklich alle von der Front zurückkommen würden, dann wäre einfach das Gewaltmonopol des ukrainischen Staates, was jetzt schon durchlöchert ist, endgültig in Gefahr und die Regierung Poroschenko insbesondere, denn ihre Popularität in der ukrainischen Bevölkerung ist minimal. Es gab vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine eine Umfrage irgendeines Fernsehsenders, was der beste Präsident des Vierteljahrhunderts Unabhängigkeit gewesen sei. Und das Ergebnis war für die Regierung sehr peinlich. Auf Platz 1 stand nämlich Janukowitsch plötzlich wieder. Und auf Platz 2 war die Antwort der nächste Präsident, also Poroschenkos Nachfolger. Mit anderen Worten, irgendjemand, bloß nicht Poroschenko. Das Rating der Regierung liegt im einstelligen Bereich. Das Rating Poroschenkos, glaube ich, bei 8 oder maximal 12%. Bei Wahlen würde höchstwahrscheinlich die Nachfolgeorganisation der Partei der Regionen, der sogenannte Oppositionsblock, zumindest ziemlich stark wieder ins Parlament einziehen. Deswegen versucht Poroschenko auch Neuwahlen mit praktisch jedem Mittel zu verhindern und seine Legislaturperiode durchzuhalten. Bis wann? Bitte? Bis wann geht? Naja, 2014 ist gewählt worden, also 2019 wäre das, ne? Wenn es etwas Positives gibt, dann das, dass die ukrainische Bevölkerung im Moment ganz überwiegend vollkommen kriegsmüde ist. Man sieht das vor allen Dingen daran, dass nationalistische Jubelveranstaltungen von der Bevölkerung still boykottiert werden. Neulich hat auf einer Veranstaltung mir eine ältere Dame, die im Sommer in der Ukraine war, weil sie humanitäre Hilfsgüter in irgendein Dorf im Bezirk Odessa gebracht hat, erzählt, wie dort die offiziellen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag ausgesehen haben. Dieses Dorf hatte ungefähr 4.000 oder 5.000 Einwohner und es fand halt so eine Feierlichkeit statt. Und es sind schon allein zu diesem Appell sind nur ungefähr 80 Leute gekommen. Und als dann die Nationalhymne gespielt wurde, haben genau 2 Leute mitgesungen, der Bürgermeister und sein Stellvertreter. Alle anderen hätten mit eisigem Schweigen dabei gestanden. Man sieht immer wieder im Internet Meldungen darüber, dass zum Beispiel Armeeangehörige, die sich auf ihren sogenannten Frontkämpferausweis versuchen, in Kleinbussen, in Mikrobussen, umsonst mitnehmen zu lassen von den Fahrern, die wohlgemerkt Kleinselbstständige sind und nicht einfach irgendein Gehalt haben und dann kann es ihnen ja egal sein, wen sie fahren, sondern das sind Kleinselbstständige, die von den Fahrgeldeinnahmen leben, aus dem Bus geworfen werden. In einem Vorfall ging es mal so weit, dass einer dieser Frontkämpfer also da irgendwie sich aufgeführt hat und gesagt hat, ich darf umsonst mitfahren. Woraufhin ihn der Fahrer unter dem Beifall der Fahrgäste mit einem, Entschuldigung, Arschtritt aus dem Bus geworfen hat und gesagt hat, ihr habt im Don jetzt meinen Vater umgebracht, du kannst froh sein, dass ich dich nicht überfahre. Das heißt also, da herrscht sehr, sehr viel Unmut in der Bevölkerung über diese derzeitigen Machthaber und über diese Nationalisten. Das ist alles weit unterhalb der Schwelle, wo das zu einem organisierten Widerstand wird. Versuche von zum Beispiel Frauengruppen über Flashmobs mit Parolen wie Stopp den Bruderkrieg oder so ähnlich kleine Zeichen zu setzen, sind meiner Einschätzung nach eingeschlafen, weil einfach diese Frauen vom ukrainischen Geheimdienst sehr schnell Repressionen ausgesetzt worden sind. Und man hat ihnen dann, wie in einem Falle einer Aktivistin in Dnipropetrovsk, irgendwelche Handgranaten und das Bett praktiziert, ja, und die dann bei einer Hausdurchsuchung angeblich gefunden worden sind. Also Sie müssen sich vorstellen, dass diese Frau ein 2-jähriges Kind hatte und soll unter dessen Bett Handgranaten versteckt haben. Also das halte ich für vergleichsweise unplausibel, so eine Theorie. Abgesehen davon, man versteckt doch keine Handgranaten in einer Situation der Illegalität in der eigenen Wohnung. Ja. Also das macht man einfach nicht, wenn man eine elementare Restbestände von politischem Verstand und von Konspirationsverstand hat. Ne?
Und diese Kriegsmüdigkeit herrscht übrigens nicht nur in den Industriestädten der Süd- und Ostukraine, sondern die herrscht ganz genauso in den Dörfern der Westukraine. Dort hat es viele Fälle gegeben, wo selbst Bürgermeister die Männer in ihren Dörfern gewarnt haben, wenn also irgend so eine Einberufungskommission oder Musterungskommission kam, um also die Leute zu sichten, die man eventuell in die Armee einziehen könnte. Da haben wirklich Bürgermeister Telefonketten gemacht, nach dem Motto, okay, heute Nachmittag sind sie bei euch, und dann sind die Leute entweder in die Wälder gegangen oder es sind dann einfach auf die schnelle Busse gechartert worden, mit denen die Leute über die Grenze nach Weißrussland abgehauen sind, um einfach dort Arbeit zu suchen. Also vieles an den Mobilisierungsanstrengungen der ukrainischen Armee ist einfach auch an solcher kleinen Sabotage kleiner Leute in der Ukraine gescheitert. Und ich glaube, wenn man heute irgendwie jemanden würdigen muss, dann ist es dieser kleine Widerstand kleiner Leute, der durchaus nicht immer politisch ist, sondern einfach damit zu tun hat, dass die Leute eben sich nicht in einen Kampf gegen ihre noch oder ehemaligen Landsleute hineinziehen lassen wollen. Und auch die Volksrepubliken übrigens betonen immer wieder, dass sie nichts gegen die einfachen Ukrainer hätten, sondern nur was gegen die ukrainischen Faschisten, die ihnen dort gegenüberstehen. Und wenn also etwas Anlass zu Optimismus gibt, dann ist es, glaube ich, diese kleine Resistenz. Und man kann eigentlich sich nur wünschen, dass daraus irgendwann vielleicht auch mal etwas Organisierteres wird oder einfach diese Kriegsanstrengungen sich an diesem kleinen Widerstand kleiner Leute totlaufen. Und an der Stelle möchte ich erstmal jetzt Danke sagen. Ja, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Also, mein Name ist Reinhard Lauterbach. Ich bin 61 Jahre alt, habe Geschichte und Slawistik studiert, den Großteil meines Berufslebens als Redakteur bei verschiedenen ARD-Sendern verbracht und bin seit 2013 freier Osteuropa-Korrespondent in erster Linie für die junge Welt und lebe seit 2013 auf einem schönen Dorf in Polen mit meiner Lebensgefährtin. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Lauterbach, für den ausführlichen Beitrag und für das positive Schlusswort, das ich gebeten hatte, weil es doch sehr viele negative Dinge auch gibt und man sollte sich damit nicht erschlagen lassen, sich lieber an den Aussichten festhalten, wie wir positive Veränderungen herbeiführen können auch. Aber jetzt ist erstmal die Pause und wir können die Diskussion ja dann auch mit einer entsprechenden Akzentuierung gleich weiterführen nach der Pause. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Möglichkeit, sich in der Liste eintragen zu lassen, in der E-Mail-Liste, und die Möglichkeit des Bücherverkaufs und dann noch die Mittelspende bis um 11 Uhr circa.